Morgen und herzlich willkommen, liebe Maisträgerinnen und Maisträger. Mein Name ist Volker Blessing. Ich bin hier verantwortlich für den ganzen Kaufmännischbereich im Verlag und freue mich, dass wir doch heute Morgen so kurz die Zeit gefunden haben, sich hier auf dem Marktplatz einzutreffen. Es ist ein ganz toller Wettbewerb gewesen. Wir haben den Wettbewerb vielleicht auch von 6 Wochen an alle Schulen hier im Gebietsgebiet. Der Klassenstufe 12. Und wir waren ehrlich gesagt überwältigt, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen haben. Ich kann schon sagen, eine hochkarätige Jury, die diese 34 Beiträge also wirklich nach bestimmten Kriterien bewertet hat. 3 ganz, ganz tolle Beiträge gewesen, die wir auch heute prämieren werden. Auch mit tollen Sachpreisen. Wir haben insgesamt Geldpreise bekommen in der Größenordnung von 650 Euro. Und zwar waren das die Sponsoren. Die Kreissparkasse Ludwigsburg hat dieses Projekt sehr gerne unterstützt. Auch die Buchhandlung Blessing for You, hier meinen herzlichen Dank an Tobias Blessing. Das Fachgeschäft Sternschnuppe, hier vorne in der Fußgängerzone. Und natürlich auch die Werbegemeinschaft InFi. Und natürlich auch herzlichen Dank an die Fahrschule Javus. Auch sie haben dieses Projekt mit unterstützt. Kommen wir zur Preisverleihung. Keiner weiß, um was es geht. Keiner weiß, wie die Plätze vergeben wurden, außer der Kollegin Astrid Kniep. Und Astrid, ich darf dich jetzt bitten, die Laudatio zu diesen 3 Gewinnern zu sprechen. Niemand weiß, wer den 1., 2. oder 3. Platz bekommen hat. Und ich kann Ihnen sagen, die Jury hat sich sehr, sehr, sehr schwer getan. Es war wirklich eine Qual, das auszuwählen. Und das Feld lag auch wirklich ganz dicht beieinander. Also euch unterscheidet tatsächlich jeweils nur eine einzige Stimme. Und der 3. Preis geht an eine Geschichte, die sich sehr abgehoben hat von den anderen Geschichten. Sie war tatsächlich gänzlich anders. Und das war ja auch unser Motto. Für Jurymitglied Verena Stark vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach ist es eine gekonnt konstruierte Parabel über die Suche nach dem eigenen Weg, der von der Menschenmenge fortführt. Die unterirdische Höhle, Schauplatz der Geschichte, wird sprachlich detailliert beschrieben, die Stimmung der am Abgrund tanzenden Menschenmassen eindrucksvoll eingefangen. Am Ende findet der Protagonist sein Glück in einer verwandten Seele, ganz abseits des Weges, weit weg von allen anderen. Herzlichen Glückwunsch, Moritz Thurnow. Du darfst jetzt deinen Preis entgegennehmen. Der 3. Platz besteht aus 50 Euro in bar und 50 Euro Gutschein von der Werbegemeinschaft InFi, den du in allen InFi-Geschäften einlösen darfst. Und ich darf dir sagen, ich war tief bewegt von deiner Geschichte. Danke. Die Jury hatte kein Hintergrundwissen über die Teilnehmer. Die Jury hatte lediglich ein Blatt vor sich mit der Geschichte drauf und eine Nummer. Man wusste also nicht, von welcher Schule, wie alt, Mädchen oder Junge. Unser 2. Preis geht an eine Schülerin des Stromberg-Gymnasiums, Klasse 11. Und sie hat den wundervollen Namen, ich muss Ihnen sagen, Kara Schabernack. Wir fanden das so schön und wir finden, das kann auch schon gleich ein toller Autoren-Künstlername werden. Genau. Ich zitiere jetzt mal das Jurymitglied Max Dietrich. Die Geschichte ist handwerklich wirklich gut gemacht. Sie hat einen offenen Anfang, ein offenes Ende sowie schöne Leitmotive, die auch immer wieder aufgegriffen werden. Besonders gelungen ist die Pointe der 17-jährigen Elfklässlerin, die der Geschichte eine gewisse Leichtigkeit verleiht, die aufgebaute, düstere Stimmung gekonnt und gewollt durchbricht und das Anderssein quasi persifliert. Ich kann dir sagen, ich bin in den letzten Wochen an keinem Stand mit Erdbeeren vorbeigegangen, ohne an dich zu denken. Ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem 2. Preis vom VKZ Schreibwettbewerb. Und der beinhaltet 200 Euro. Nicht mehr so spannend, wer den 1. Preis hat. Ganz herzlichen Glückwunsch an Laurin Rudolf aus Illingen.
Die Jury hat vor allem dein ganz besonderer Ansatz überzeugt. Und ich zitiere jetzt nochmal den Max Dietrich, den Jens-Autor, der seit langem für uns schreibt. Der Ansatz lenkt in eine ganz unerwartete Richtung. Und am Ende werden trotzdem alle Erwartungen erfüllt. Außerdem gefallen hat die frische, humorvolle Schreibweise mit dem Protagonisten Tobi, und ich mag dich am liebsten Tobi nennen, weil du bist mir jetzt schon so vertraut, der sich dem Druck ausgesetzt fühlt, täglich die Welt retten zu müssen, können sich sehr viele junge Leser identifizieren. Jurymitglied Verena Stark vom Deutschen Literaturarchiv lobt die witzige und unterhaltsame Reflexion über verschiedene Aspekte des Blicks auf die anderen, die geschickt miteinander verwoben werden. Herzlichen Glückwunsch für Tobi und die anderen. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das sehr verdient.